So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Tutorial. Und zwar soll es heute darum gehen, dass wir mal wieder uns so ein bisschen um Musik kümmern. Ich habe ja in der Vergangenheit schon ein bisschen was zu der Musik erzählt. Wenn euch das interessiert, einfach mal oben rechts auf das kleine i drücken. Aber Sirenscape ist zumindest für mich neu. Ich kannte die vorher noch nicht und jetzt habe ich mich mal ein bisschen mit denen auseinandergesetzt und bin begeistert. Sirenscape, ihr werdet da den Link dann unten auch in der Infobox finden, wenn euch das interessiert, ist eine Anwendung für verschiedenste Systeme und Plattformen. Ihr könnt das dann auch hier eben sehen, für dann den Desktop, für Laptop, für Handy und auch für Tablets. Gerade wenn ihr dann am Tisch spielen wollt, wäre dann natürlich sowas wie ein Tablet oder wie ein Handy sehr sinnvoll. Meinetwegen auch ein Laptop, das kommt natürlich immer darauf an, was ihr vorhabt und wie ihr am Tisch leitet. Aber gerade auch dann, wenn ihr online leiten solltet, so wie ich es tue, dann würde da dann natürlich auch die PC-Plattform im Fokus stehen. Ja, ich habe das Ganze jetzt schon einmal für euch installiert und auch die Soundpacks, die zumindest ich hatte, da schon aktiviert. Und so oder ähnlich könnte das dann aussehen. Achtung, es gibt drei verschiedene Player zum aktuellen Zeitpunkt und da sollte ich dann auch darauf hinweisen, denn die sehen dann leicht unterschiedlich aus. Je nachdem, welches Genre ihr bedienen möchtet, solltet ihr euch dann entweder den Fantasy oder den Sci-Fi Player herunterladen oder ihr könnt auch beide runterladen. Da sind zumindest schon viele Sounddateien drin, die dann kostenlos mitgeliefert werden. Ihr könnt natürlich dann auch was bezahlen und da euch dann sowas holen wie eine Alien-Kantina oder sowas. Da kann man dann sich das auch noch im Store ansehen. Man kann da auch noch eine Preview auf YouTube sich ansehen. Aber wen das interessiert, der kann sich da dann selbst nochmal informieren. Man kann das Ganze auch noch sortieren und zwar nach den installierten Apps oder den Music-Dateien und dementsprechend habe ich das auch schon mal gemacht, weil es macht keinen Sinn, wenn ich euch jetzt hier nicht installierte oder nicht gekaufte Sachen präsentiere. Ja, okay, was kann ich jetzt hier machen? Ich kann das Ganze erstmal ganz grob nach den Themen sortieren und einige Sachen haben dann nur sehr einfache, ja, Enigmatic Silence, also einfach die Stille und da kann man dann noch sowas wie einen Roboter piepsen oder sowas mit reinklicken. Aber bevor ich euch einfach mal zeige, was das hier eben kann, zeige ich euch mal unter anderem Cthulhu Rises und auch den Mech Battle, denn das sind so Sachen, die mich sehr begeistert haben und da könnte man dann auch selber sich was zusammenstellen. Wer das kennt von Tabletop Audio, dem wird das sicherlich was sagen. Kann ich euch auch noch mal ein eigenes Tutorial zu machen, aber hier soll es erstmal um Sirenscape gehen. Ja, wir klicken, wenn wir keine Lust haben, das selbst einzustellen, dann hier auf die Knöpfe zu drücken, dann klicken wir einfach mal auf, ich muss gerade gucken, Cthulhu Rises. Und was ihr jetzt hier hören könnt, wenn ich nicht drüber sabble, dann, naja, es sind jetzt hier verschiedene Lautstärken drin, die sich dann hier selber abhängig von diesem Theme jetzt hier aktiviert haben. Die habt ihr dann eben gesehen, dass die dann von alleine in die Richtung gewandert sind. Und einige sind dann eben aktiviert, aber andere eben auch nicht. Also sowas wie der Ocean, dass der die ganze Zeit gemeinsam mit dem Wind herumheult und ab und zu, je nachdem wie ich das gesetzt habe, wird dann auch noch hier Cthulhu schreien. Ich kann das aber auch noch selber dann manipulieren und nach unten und oben stellen, wenn mir es zu laut ist. Ich kann es auch nochmal höher stellen. Je nachdem, wie es mir lieb ist. Wenn ich jetzt gerade spreche, ist das natürlich ungut und da will ich es ein bisschen leise haben. Ansonsten, ich kann hier auch jederzeit noch sowas wie besondere, genau, Dankeschön, besonderes Brüllen einbauen oder Blitze oder Donner, wenn mich das also interessiert. Ich kann dann auch hier ganz allgemein nochmal sowas wie einen Lasershot raushauen oder einen Scanner. Wenn ich irgendwo auf einem U-Boot bin oder sowas. Oder wenn wir, naja, bei Cthulhu macht das vielleicht nicht so viel Sinn, aber wir sind gerade da Sci-Fi, im Sci-Fi-Player und da kann man dann auch mit Lasern und Explosionen spielen. Oder wir haben dann Blaster Impact und so weiter. Also das geht hier eben alles. Ich kann hier auch auf die Rough Waves klicken. Dann verändert sich das eben alles automatisch. Dann haben wir nur noch die Hochsee und dann brüllt auch Cthulhu nicht mehr. Je nachdem, wo ich dann eben hin will, aktivieren sich dann mehr oder mal weniger Sachen. Ansonsten, Mech Battle ist wieder was ganz anderes. Ich habe gerade mal so ein bisschen gewartet, bis sich das eingepegelt hat.
weil Cthulhu Rises fadet ganz langsam aus und wird leiser und das Mech-Battle wird dann ganz langsam höher gefadet, sodass man da dann eben auch wieder was hören kann. Und wenn ich dann hier auch vom Mech-Battle einfach nur auf dann Mech-Field Combat klicke, dann fadet das eine wieder langsam raus und das andere wird hochgefadet. Einfach mal machen. Genau, und auch wenn ich dann hier auf Stopp klicke, dann wird das auch langsam runtergefahren und nicht instantan. Ja, ansonsten habe ich auch hier wieder die Knöpfe zum Drücken. Also wenn ich irgendeine spezielle Sache herausheben will und wir gerade am Kampf sind, dann kann ich einfach auf meinem Laptop oder auf meinem Tablet, je nachdem wie ich dann leite, kann ich dann einfach hier draufklicken. Ja, je nachdem, was ich da dann habe, ich muss gerade mal schauen, das sind dann hier wieder die ganz allgemeinen Sachen, die für einen Sci-Fi-Player. Oder wir haben einen Major Impact, also irgendwo ist was eingeschlagen. Ob das dann so sinnig ist, ob das dann so sinnvoll ist, ist dann für euch selbst überlassen, wenn wir dann irgendwo auf einem Shipboard, also wenn wir auf einem Raumschiff sind, ganz wichtig, dann können wir auch hier irgendwie so ein bisschen Druidenpiepen reinhauen, können das ein bisschen lauter machen, wir können dann hier so ein bisschen Musik für enormes Space reinlegen und das auch ein bisschen lauter machen. Oder auch hier eben, wie gesagt, die einzelnen Szenen, die dann schon voreingestellt sind. Ich kann auch eigene anlegen, auch das würde gehen. Kann ich mir dann reinklicken und dann sagen, das soll so und so heißen und dann stelle ich hier diese Sounds ein. Ja, ich habe ja schon erwähnt, dass wir auch einen zweiten Player haben, das ist dann der Fantasy-Player und wenn ich da dann in einer kleinen Stadt oder sowas spielen will, dann sollte ich mir den eventuell ansehen, ja, Brindletown oder Buckbeer Battle, also je nachdem, da haben wir dann ganz andere Kulissen mehr, dann haben wir hier in dieser kleinen Box haben wir dann keine Lasergeräusche mehr, sondern dann eher sowas wie Arrow in Wood oder Arrow in Flesh, also dann in Holz oder in Fleisch, wenn er dann da einschlägt, das kann ich auch, wie gesagt, hier leiser und lauter machen. Oder wenn ich hier irgendwie ein Feuer oder ein Eis-Spell mache, also einen Zauberspruch aufsage, dann könnte ich eben auch hier nochmal, okay, der Magier castet gerade meinen Spruch und dann kommt irgendwann der Fireball raus. Also das kann ich dann eben auch in einer Stadt machen, wo dann auch die Leute entsetzt kreischen oder jähen oder gaspen. Das ist dann, wie gesagt, euch komplett überlassen, wie ihr das dann macht. Aber auch hier hätten wir dann in dieser kleinen Stadt haben wir dann spezielle Sachen. Zum Beispiel das Pferd, die Kuh oder den Rooster, also den Hahn, wenn der dann schreit. Guten Morgen. Ja, ansonsten, auch hier habe ich, das sind alles die ganz einfachen, die sind für jeden frei, einfach dann registrieren und herunterladen. Auch hier könnte ich dann 8-Bit-Musik anmachen oder ich gehe dann in den Witchwood, in den Hexenwald. Oder das ist das, was ich mir jetzt gekauft habe, High Sea Battles, wenn wir dann auf einem großen Schiff sind. Und dann haben wir Piraten-Shanties und irgendwie Piraten, die hier rumlaufen. Ja, dann fangen wir erstmal an mit, dass wir das Schiff so ein bisschen vorstellen und dann können wir irgendwann die Kanonen auf die Distanz sprechen lassen, wenn es dann also zu dem ersten Feindkontakt kommt und dann regelmäßig werden hier Kanonen nachgeladen, unsere Kanonen schießen, deren Kanonen schießen, die schlagen teilweise auch ein oder irgendwelche Masten, die brechen oder ja, wir haben es jetzt hier gerade sehr... Wir haben hier ein paar Wellen eingefügt, aber das ist gerade noch weniger Musik. Ich kann hier natürlich auch noch Musik dazu schalten. Ich kann die leiser und lauter machen. Ich kann hier auch noch andere Musik einspielen. Ich kann hier noch ein bisschen Lachen reintun. Arr! Oder wir haben dann irgendwann brennende Schiffe oder wir sind gerade im Hafen und wollen gerade rausfahren. Da ist dann nochmal eine ganz andere Stimmung. Every pirate by himself. Ja, also ihr seht, ihr könnt hier eine ganze Menge machen und die Stimmung ist tatsächlich eine ganz andere, wenn ich dann eben in den High Sea Battles bin oder in den Witchwood. Das dritte Programm ist dann für Kartenspielen. Ganz genau verstanden habe ich das nicht. Ich habe da mal reingesehen, wenn man dann irgendwie Musik braucht beim Pokern, wenn man Mensch ärgerlich nicht spielt, dann könnte man sich den dritten Player installieren, aber finde ich bisher nicht wirklich sinnvoll. Wie gesagt, das ist meine Empfehlung. Sirenscape, der Fantasy-Player oder auch dann
der Science Fiction Player. Wie gesagt, ihr könnt euch dann hier auch bei den Soundsets, könnt ihr euch noch ganz viel dazuladen, wenn ihr dann irgendwo in einem Kloster seid und dann irgendwie ein paar Vögel braucht. Auch das könnt ihr euch alles vorher bei YouTube noch ansehen, was euch da erwartet. Oder wir spielen in der Wüste. Das ist, wie gesagt, an euch komplett überlassen. Dragon Battle. Man kann eine ganze Menge dazu kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer das bei jedem einzelnen Produkt ist. Müsstet ihr euch dann im Verlauf einfach mal ansehen. Aber wie gesagt, das Ganze hier oben, das ist alles frei und das könnt ihr euch alles mal ansehen und könnt da dann mitspielen. Und ja, also mit Storm und Witchwood, da kann man alleine schon eine ganze Menge anfangen. Oder wenn wir dann irgendwie so ein kleines Bugbear-Battle brauchen, also irgendeine Schlacht, die wir dann anmachen wollen. Achso, genau, No Swords ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Wir brauchen mal einen Dramatic Moment. Lasse ich euch auch wieder alleine. Guckt es euch an, überlegt, ob das für euch sinnvoll ist. Man kann das Ganze auch integrieren. Also gerade wenn man dann mit Roll20 oder mit Fantasy Ground spielt, dann kann man diese Sachen automatisch einbinden. Ich kann auch sagen, wenn ich jetzt auf ein bestimmtes Gebiet gehe, meinetwegen wir sind bei Fantasy Grounds und erkunden einen Dungeon, dann kann ich sagen, wenn ich diese Stelle erreiche, dann soll automatisch der Firespell kommen mit meinem Token. Also das kann ich eben auch verknüpfen. Ich kann sagen, wenn ich jetzt von hier nach da rechts gehe und da ist dann irgendeine Falle ausgelöst, dann kommt automatisch an dieser Stelle kommt dann der Firespell. Sehr, sehr schön. Finde ich eben auch gut, dass die Programme untereinander miteinander interagieren und dann zusammenarbeiten. Das ist die Vorstellung von Sirenscape. Weitere Informationen einfach unten drin. Und nein, ich bin nicht gesponsert. Ich finde das Produkt einfach nur klasse. Gut, dann wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich bin fertig. Ciao.